ich bin Diana und ich stehe hier jetzt mitten in Feuerbach auf der Stuttgarter Straße und zeige euch jetzt ein bisschen was von Feuerbach. Ich bin in Stuttgart seit 78 und ich war in Zuffenau das erste Mal mit meinen Eltern und meine Eltern sind umgezogen in Feuerbach seit 84. Ich bin in Feuerbach. Schon lang. Ja, Feuerbach schon lang. Seit 98 bin ich gekommen in Danelle in Feuerbach, in die Grenzerstraße. Und seitdem. Und wie ist es für dich, hier so ein Restaurant zu führen? Gab es Anfangsschwierigkeiten oder wie lief das dann hier für dich? Also, wenn ich angefangen habe, seit 87, wenn ich jung war. Wie findest du es dann auch hier in Feuerbach, so das Leben, dieses kulturelle Miteinander, dass wir hier so viele Kulturen haben? Findest du das? Das ist schön, das ist gut. Es sind jetzt europäische, es ist schön. Ganze Länder, Italiener, Griechen, Türken, Kroatisch, Deutsche. Ich habe viele Gastronomen, Deutsche, viele Gastronomen, Freunde, Kroatisch, griechische Freunde. Alle Gastronomen, super. Also versteht man sich dann hier auch gut untereinander? Ja, ja. Gibt es nichts Designphysik, du weißt, jeder macht sein Geschäft, geht seine Kultur. Schön. So, das Interview mit Nello ist jetzt vorbei. Es war sehr aufschlussreich, hat mich wirklich gefreut. Nello ist ein total sympathischer Mann bei uns in Feuerbach, kennt wirklich jeder. Und genau, waren auf jeden Fall spannende Eindrücke. Also bist du ein richtiger Feuerbecher? Genau, ich bin ein Feuerbecher. Kannst du uns kurz erklären, was der Unterschied zwischen einem Feuerbecher und einem Feuerbacher ist? Selbstverständlich. Der hier geboren ist, ist ein Feuerbecher und der dazugekommen ist, ist ein Feuerbacher. Was assoziierst du mit Feuerbach? Woran denkst du da? Feuerbach ist für mich ein multikultureller Hotspot, würde ich sagen. Und vor allem natürlich mein Zuhause. Verschiedene Kulturen, die alle unterwegs sind, ein Ansatz von unterschiedlichen Menschen. Feuerbach ist meine Heimat. In Feuerbach lebe ich schon seit 65 Jahren und ich werde auch nie aus Feuerbach rausgehen. Auf jeden Fall Heimat einfach für mich. Und seit 18 Jahren hier in Feuerbach, genau. Als ich 4 war, bin ich mit meinen Eltern hierher gezogen nach Feuerbach. Genau. Sehr gut. Weil man ja auch einfach durch die unterschiedlichen Kulturen und die unterschiedlichen Kreise auch einfach viel kennenlernt, die man so ohne die Freunde, sage ich auch mal, gar nicht so kennenlernen würde oder durch die unterschiedlichen. Wenn man durch Feuerbach durchschaut, gibt es verschiedene Subkulturen, sage ich jetzt mal hier auch, wie zum Beispiel die italienischen älteren Herrschaften, die immer vor der BW-Bank sind oder die griechischen Cafés auf der Stuttgarter Straße oder auch das kleine türkische Viertel hinterm Bahnhof. Wenn man sich da hinsetzt, 30 Minuten und einen Chai trinkt, dann ist es wirklich wie ein kleiner Türkei-Urlaub. Und möchtest du auch noch was Abschließendes zu Feuerbach sagen? Ja, dass ich froh bin, hier aufgewachsen zu sein. Mhm. Froh bin, hier so verschiedene Kulturen zu haben und dann auch direkt von Anfang an zu merken, dass jeder Mensch gleich ist. Wie man bemerken konnte, ist Feuerbach für viele ein Ort, der, mit dem sie einfach Heimat verknüpfen und ein Ort der Integrität. Es ist egal, hinter welcher Grenze man geboren worden ist, in Feuerbach findet man immer Anschluss.